Jurassic Park. Isla Nublar, 120 Meilen von der Westküste von Costa Rica. Action-Szenen, verwenden Sie die Pfeiltasten WASD, um die Aufgaben auszuführen. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass wir das sind. Ich glaube. Ui, Sieht aus wie ein Dino-Biss. So, okay. Was ist das? Ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Ich hab's. Ja. Im Bereich erforschen, Szene, wenn Sie die Pfeiltasten wir an dem noch Objekten. Halt da hinten, da ist doch irgendwas. Hallo? Hä? Fortsetzen, da unten, da ist es doch. Hey, was ist das? Ah, okay. Da leuchtet irgendwas rot. Ich hätte ich springen sollen oder was hätte ich machen müssen? Nein, ich muss mich ducken. Ach so, ah okay. Jetzt kommt das Viech wahrscheinlich. Alter. Okay, die Maus bewegen, um den Punkt zu zentrieren. Ich Ah, okay. Hab's geschnallt. Einige Aktionen benötigen, dass mehrere Tasten in Reihenfolge gedrückt werden, um sie zu beenden. So, okay. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich rechts drücken. Ich links drücken. Ich seh's jetzt schon kommen. Und jetzt, ja, wahrscheinlich die Taste. So. Und ich dachte, ehrlich gesagt. Und ich habe ehrlich gedacht, das ist. Ja, das ist in die Richtung. Ach du liebe Zeit. Gut, da würde ich ja ehrlich gesagt lieber den Felsen nehmen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. huch. Ah, okay. Ja, 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 komm. Hä? Haben wir es richtig gemacht? Haben wir sie jetzt abstürzen lassen oder was? Oder, hä, wie? Ich blick's nicht. Prolog abgeschlossen. Fortsetzen. ich blick's ehrlich gesagt nicht wirklich, ne, aber. Hallo und damit herzlich willkommen, ich weiß, kommt ein bisschen später, aber damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal zu Jurassic Park The Game. Der eine kennt vielleicht den Film Jurassic Park 1, Jurassic Park 2 oder Jurassic Park 3 und im Prinzip spielen wir hier, ich weiß nicht welchen Teil, aber wir spielen einer der Filme, also wir spielen einen der Filme nach. Um aufzustehen, klicken Sie auf das Symbol und ziehen das in Richtung, auf welches Symbol muss ich da klicken? Hä? Fortsetzen. Ist Leertaste Escape oder was? Ja, Leertaste ist Escape. Okay. So. Ich habe mir mal angewöhnt mit Leertaste. Gut, ich habe hier mal nur keine Maus, ne? Also. Um aufzustehen, klicken Sie auf das Symbol und ziehen es in Richtung des Pfeils. Hä? Was ist denn das? Warum blick ich es nicht? Ich muss mal ganz kurz mal. Einstellungen. Ja, Spieleinstellungen. So. Ist es dann ernst? Wunderschön. Okay, gehen wir auf Fortsetzen. Das ist, ja. Die beste Option, die ich je gesehen habe. So. Hä, warum? Warum habe ich keine Maus? Ich habe einfach. Klicken Sie auf. Hä, ich.
drück alle möglichen Tasten, aber es passiert einfach nichts. Warum nicht? Aufzustehen, klicken Sie auf. Ah, warte, da war da. Ich hab's. Ah, okay. Ich musste F drücken. Keine Ahnung. Gut. Was jetzt? Jetzt haben wir es so weit gebracht. Jetzt sehen wir da die Frau, wie sie da sitzt. Perfekt in der Bettposition. Es ist, ich drücke hier momentan alle möglichen Tasten, aber es passiert einfach nichts. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man keine Maus hat. Können wir jetzt hier eigentlich auch? Ah, okay, ich muss jetzt auch wahrscheinlich. So, okay, gut, dann stehen wir wieder auf. Das geht ja. Ich glaube, man hat von der Tastatur-Spam gehört. Das ist das Ding schon wieder da. Ist doch relativ leise, oder nicht? Oder doch, ja, ne? Ist ein bisschen leise. Gehen wir gerade mal auf Einstellungen, Toneinstellungen hier. Gut, ich habe es auch ein bisschen. Ja. Nein, 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 sei leise, sei leise. Okay, gut, wir können ihn ja einmal hören. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist. Auf jeden Fall, ja. Gut. Der ist seinen Schrei gelassen. Alles schön und gut. Da kommt ein Auto. Und wir werden überfahren. Ah, okay, dann war das jetzt einfach nur, was weiß ich, kleines Vorspiel oder was weiß ich, Tutorial. Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen im Jurassic Park. Zuvor am selben Tag. Okay. Gibt es einen kleinen Film? Eine schöne Aussicht, aber wo sind die Dinosaurier? Da draußen müssen Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Ach ja? Wo hast du das her? Das hier? Ja, das. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer oder wie er heißt. Er mag mich. Das ist großzügig von ihm. Genau. Ich sehe Dschungel und so, aber keine Dinos. Sieh dich um, du wirst sie finden. Na super, jetzt können wir uns hier umsehen. Ah, okay, was ist hier? Können wir da irgendwie. Hey. Was ist das für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Mams Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Okay, gut, interessiert mich aber nicht wirklich. Ich will, was ist da? Ein Büsch? Ein Gebüsch? Ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Ach, vergiss es. Nur ein paar Vögel. Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Ruftest du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. Gibt es hier sonst noch irgendwo etwas? Ich sehe hier gar nichts. Also hier ist ein Zaun, hier ist Scheiße. Da ist ein Haufen braunes Zeug. Ist das... Wahrscheinlich. Und das würde vielleicht heißen, dass dort ein Dinosaurier ist. Ich glaube eher 10. ja. Aber warum... So, was gibt's hier sonst noch alles? Ich, ja, feier das Spiel ein bisschen. Ich, ja. Was ist das? Das sieht doch aus wie... Ich sehe einen... Oh, egal. Nur ein Felsen. Ich sehe einen Felsen. Ja, gut. Wir hatten über deine Brille gesprochen, ne? Also, so. Das ist ein Auto. Da unten ist ein Auto. Sicher Hammonds Besucher. Er hat ein paar wichtige Paläontologen in den Park eingeladen. Die können bestimmt Dinosaurier aus der Nähe sehen. Ja gut, wir nicht. Noch nicht. Hier waren wir schon. Hier ist die Dino-Scheiße. Hier sind schon wieder diese gelben Pflanzen. Huch. Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? Wäre es nicht lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. Ja, so viel zu Mutter und Tochter.
So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne, hier gibt's. Hier ist ein Zaun. Was ist das? Das sieht aus wie ein Dino-Arsch. Ah, okay. Warte, warte, ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Na toll, jetzt können wir sie wieder suchen. Das ist doch. Hä, wo ist sie hin? Ich sehe sie gerade nicht. Da haben wir sie doch gefunden. Okay, ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Oh, krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Petschi auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops. Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über 1 Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen. Was? Das will ich sehen. Wird wohl nichts. Ich habe auch ohne Gladiatorenkämpfe genug zu tun. Da fällt mir ein, ich muss mich noch um einen kranken Triceratops kümmern. Und zwar gleich. Ich setze dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Dann hast du noch Zeit zum Packen. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich habe gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen. Wenigstens hast du ein paar Triceratops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Besserwisser. Komm, gehen wir. Kommen wir auf ruhiges Wetter. Bei starkem Seegang ist es nicht sehr lustig an Bord. Ja, finde ich auch. So. So, wir haben ein paar Dinos kämpfen sehen. Oder was auch immer die nennen. Oder wie es die nennen, keine Ahnung. Und da geht schon wieder los. Es ist, ja. Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Machen Sie sich keine Sorgen. Plan B ist bereit. Plan B ist genau hier. Nedry wird uns nicht hintergehen. Dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Hey, Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson, hier ist Dodgson. Es ist ihr egal. Kommen Sie, meine Kontaktperson wird jeden Moment hier sein. Ach ja. Was ist jetzt los? Was ist auf dem Foto? Das? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasierschaum. Aha, sicher. Rasierschaum. Ja, total. Rasierschaum ist. Wie lange warten wir auf Ihre Kontaktperson? Das könnte eine Weile dauern. Laut dem Detektor ist er nicht mal in der Nähe. Weiß Ingen, dass Sie die Jacke geklaut haben? Verdeckte Operation, muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Na, Dialog verfügbar mit. Jetzt reden wir an Sie das Symbol unten rechts. Ihr Mann kommt nicht. Suchen wir ihn. Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment. Verdammter. Tut mir leid, ich muss ganz kurz etwas lauter stellen, ist doch relativ leise. So, gehen wir hier auf Einstellungen. Toneinstellungen. Gut, machen wir Stimmen einfach mal so. Ich hoffe, dann dürfte das reichen. Und fortsetzen. So. Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen... Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass Sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Da ist doch niemand. Auf das Symbol in der unteren linken klicken, um die verschiedenen Schauplätze des Ortes zu untersuchen. So, hier. Puh, was ist das? Ich sehe es doch genau.
Warum funktioniert das nicht? Müssten wir denn irgendwie ablenken oder? Na toll. Hat sich ja total gebracht, da ist ein Telefon. Schuppenkontakt. Ah, okay, jetzt müssen wir, glaube ich, so. Pesado, denk einfach immer an das Geld. ja. Können wir, ich glaube, wir müssen doch irgendwie hier bleiben. Da hat's was, da ist was. Vielleicht können wir ihn damit irgendwie ablenken. So, keine Ahnung, Fiesadler, kein netto. Was ist das? Ich seh's doch genau. Ne? Hoffentlich schläfst du warm. Okay, gut, es bringt überhaupt nichts. Wir müssen ja doch wahrscheinlich wieder hier hin. Ist hier irgendwas? Hier ist doch gar nichts. Hat die Frau irgendwie eine Lupe oder sowas? Nee, ne? Ah, vielleicht müssen wir schneller sein. Nein. So, jetzt. Nein, Scheiße, ist, meine Fresse. So, okay. Hier ist nichts mehr. Nee, ne? Okay, dann müssen wir höchstwahrscheinlich vielleicht. Großartig, vielen Dank. Sehr hilfreich. Tja, angeschmiert. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Wie? Sie schleichen dann vorbei und ich bleibe hier? Das wird nichts. No, Baboso. Ich beschaffe uns die Zutrittskarte. Gut. Was soll ich ihm sagen? Halten Sie ihn am Reden. Okay, so jetzt müssen wir ganz, ganz schnell. Hi, ja, ich bin von. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell hier hin. Müssen wir ganz, nein, ganz nein, wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Ich bin nur eingesprungen, weil jemand krank war. Huch. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine. Hey, ich dachte Sie. Oh. So. Okay, das war gut, aber. Hey, hey, Sekunde mal. Sie arbeiten für mich, schon vergessen? Ich gebe also die. Sie können dort nicht lang. Hallo? Hi. Wir haben Zutritt gehabt. Tja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich habe ein paar grundlegende. Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie gehört zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Mechanikerin. Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Oh, Scheiße. Zäune. Ich repariere Zäune. Regen oder nicht. Sie müssen repariert werden. Und wozu ist die Machete? Die ist nicht echt. Oh, die ist nicht echt. Die habe ich nur wegen der Optik. Okay, Kleine. Bleiben Sie kurz hier stehen. Ich muss jemanden anrufen, um ihre Zutrittskarten zu prüfen. Ist das wirklich nötig? Ich mag solchen Unfug nicht sonder. Ui. Gehen wir. Vielleicht sind sie ihren Lohn am Ende doch nicht wert.